Alles neu und trotzdem im Originalzustand, ganz nach den Plänen aus den 60er Jahren von Architekt Roland Reiner im Stadthallenbad. Bei einem ersten Rundgang mit dem Wiener Sportstadtrat gibt es einen Eindruck, was die Hobby- und Leistungswassersportler bei der Eröffnung in 2 Monaten erwartet. Ich glaube, wenn man sich das Stadthallenbad ansieht, dann kommt man sehr rasch zur Überzeugung, dass hier etwas wirklich Tolles geschaffen wurde. Das Architekturjuwel zu revitalisieren und auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Aber das alles unter den Rahmenbedingungen des Denkmalschutzes war eine Herausforderung, der man sich gestellt hat. Diese 17 Millionen, die hier investiert wurden, sind gut investiert. Ich finde, wir haben da ein hervorragendes Team, das hier eng zusammengearbeitet hat, der Architekt, der technische Direktor des Hauses. Und gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt war es möglich, dass in diesen Bauzeit von rund 20 Monaten eben zu bewerkstelligen. Und da glaube ich, da werden sich dann auch die Wienerinnen freuen, wenn sie da hineinspringen können. Die Haustechnik ist seit 1974 nicht verändert worden und ist also komplett erneuert worden. Und zwar also sowohl die Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen, die ganzen Niederspannungsanlagen und auch im Wesentlichen die Wasserhygiene, die ist komplett erneuert worden. Jedenfalls soll das neue Stadthallenbad das Zentrum für Wiens Schwimmfans werden. Wir beinahen, dass wir in der Größenordnung von 400.000 Besuchern, dort lagen wir schon davor, auch wieder ansprechen können. Wir sind ja nicht nur im Leistungssport hier sehr, sehr aktiv. Wir machen das klarerweise für die Breite, für jeden Wienerinnen und jeden Wiener. Ich denke, wir haben hier jetzt eine hervorragende Vereinigung von Breiten- und Spitzensport. Die Erneuerung der Sprunganlagen in diesem Bereich, die Schaffung eines eigenen Eingangs für die Spitzensportler auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch das mittlerweile notwendige Service für den Breitensport, für all jene, die einfach schwimmen und baden gehen wollen und sich hier erholen wollen, durch die Schaffung der neuen Eingangssituation sind 2 Punkte, die ich denke, die Symbiose von Spitzen- und Breitensport an diesem Standort möglich machen. Das generalsanierte Bad ist übrigens komplett barrierefrei. Damit ist die Halle eine perfekte Anlage für alle Fans des Schwimmsports.